Heute sprechen wir über 7 Dinge, die du beachten musst, bevor du Geld an deinen Lieferanten in China bezahlst. Denn eins muss dir klar sein, sobald der Betrag dein Konto verlassen hat, ist es weg und du hast so gut wie keine Chance, es zurückzuverlangen. Und wenn dir dann plötzlich irgendwelche Fehler auffallen, dann ist es tatsächlich dein Problem und niemand wird dich dabei schützen oder dir möglicherweise helfen können. Deswegen hör jetzt hier besser genau zu. Die Nummer 1 ist, bevor du überhaupt einen Betrag in Richtung China überweist, brauchst du eine Purchase Order Bestätigung. Das heißt, du brauchst eine Auftragsbestätigung, wo genau definiert ist, was du eigentlich bestellt hast. Die Produkte, welche Lieferzeit, welche Incoterms sind ganz wichtig. Was passiert, wenn die Qualitätsinspektion schiefläuft oder wenn die ganze Lieferung überhaupt nicht zustande kommt, weil es irgendwelche Umstände gibt, dass Rohstoffe fehlen oder vielleicht, dass die Fabrik keinen Strom hat. All die Dinge musst du schriftlich festhalten, gerade und erst recht dann, wenn du mit Alibaba über die Issuance die ganze Sache versichern lassen möchtest. Denn auch da wird Alibaba von dir erwarten, dass du deiner Sorgfaltspflicht Genüge tust und zumindest die Dokumente ordnungsgemäß angefordert hast. Die Nummer 2 ist, du solltest dafür sorgen, dass dein Hersteller eigentlich auch genau weiß, was er herstellen soll. Ja? Tu dir selber einen Gefallen. Erstelle ein fachmännisches Briefing. Ein Briefing, was keine Missverständnisse und keinen Interpretationsspielraum für deinen Hersteller möglich macht. Also definiere die Farbe, definiere die Maßeinheiten in dem richtigen System, also Zentimeter oder Inch. Ja, so können eigentlich keine Missverständnisse entstehen. Oder was glaubst du, was passiert, wenn du ein Feuerwehrauto in Rot bestellst? Das kann das erste Mal ein vernünftiges Rot sein, wie du es erwartest. Das nächste Mal bei einem Reorder, wenn du die gleiche Bestellung nochmal auslöst, kann aus einem Rot schnell mal ein Rosa werden oder ein Dunkelrot. Also etwas, was du gar nicht erwartet hast. Deswegen solltest du bei einem Briefing immer genau darauf achten, dass du auch alle Parameter ganz klar definiert hast. Die Nummer 3 ist, stell sicher, dass du überhaupt weißt, wo deine Produkte hergestellt werden. Oftmals ist die Anschrift der Company in China nicht die gleiche, wo eigentlich die Fertigung stattfindet. Stell dir vor, du hast einen Hersteller, der in der Nähe von einem Hafen sein Office hat. Ja, im Prinzip sein Sales Office. Aber die Fabrik, die ist ganz weit im Landesinneren. Und dann, wenn du die Ware per Ex-Work, wenn du diese Incoterms abgeschlossen hast, abholen muss, dann wird dir plötzlich auffallen, dass du enorm viel Geld bezahlen musst für den Transport vom Landesinnere zum nächsten Hafen. Deswegen musst du dir da ganz sicher sein, wo tatsächlich die Ware später abzuholen ist. Die Nummer 4 ist, und das müsste eigentlich schon viel, viel vorher kommen, bevor ihr euch überhaupt über Zahlungsmethoden und Zahlungsbedingungen unterhaltet, und zwar die Geheimhaltung. Wie stellst du sicher, dass der Hersteller nicht deine Ideen klaut? Klar, natürlich, da gibt es eine NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, aber das ist viel zu kurz gesprungen. Du musst eine Nicht-Wettbewerbsvereinbarung treffen, eine Geheimhaltungsvereinbarung und eine Nicht-Umgehungsvereinbarung, also quasi die 3 N, No Compete, No Disclosure und No Circumvention. Das ist wichtig, dass du das entsprechend von dem Hersteller einforderst. Sollte er das nicht unterschreiben wollen, heißt es nicht, dass er automatisch dein Design klauen möchte. Aber wenn er es unterschreibt, dann committet er sich auch, dass er dieser Vereinbarung auch den nötigen Ernst und Respekt zollt. Das heißt, er wird es im Umkehrschluss einhalten. Die Nummer 5 ist, bevor du bezahlst, lass dir die Commercial Invoice zukommen, also das, was der Hersteller deiner Ware beifügen möchte. Nicht, dass er hier versucht, über einen reduzierten Warenwert selber in China Steuern zu sparen und dir hier in Europa bzw. in Deutschland echte Probleme zu bereiten, indem einfach der Warenwert zu niedrig angegeben wurde und bei der nächsten Zollprüfung hast du enorme Probleme, weil der Zollwert passt nicht mit deiner eigentlichen Zahlung zusammen, die du denn damals nach China geleistet hast, weil das ist relativ einfach für die Behörden nachzuprüfen, wie viel Geld ist wirklich geflossen und am Ende des Tages, wie viel wurde verzollt. Und wenn da irgendwelche Diskrepanzen auftauchen, bist du persönlich dafür verantwortlich. Der bessere Weg ist, du lässt dir direkt die Informationen vorab als Kopie der Commercial Invoice zukommen und wenn da irgendetwas nicht stimmt, dann kannst du da noch einschreiten und deinen Hersteller bitten, diese zu korrigieren. Die Nummer 6.
Bei einem bestehenden Business-Kontakt ändern sich plötzlich die Bankdaten. Ja? Lass dir das nochmal bestätigen von deinem Sales und nicht per E-Mail, sondern ruf an oder geh per WeChat an deinen Kontakt in der Fabrik und frag, ob das richtig ist. Nicht, dass der E-Mail-Account gehackt worden ist und sich da ein Betrüger zwischenschummelt und dich dazu veranlasst, das Geld auf ein falsches Konto zu überweisen. Und last but not least, wenn du über Alibaba Assurance bezahlen möchtest, dann bekommst du von Alibaba eine Bankverbindung mitgeteilt. Lass dir nicht von dem Hersteller einreden, dass du bitte eine andere Bankverbindung nutzen sollst, weil diese Bankverbindung, die dir der Hersteller nennt, ist nicht versichert über Alibaba. Das bedeutet, die Alibaba-Versicherung wäre im gleichen Augenblick ausgehebelt. Folge immer den Zahlungsanweisungen der Plattform. Ich hoffe, diese 7 Punkte haben dir geholfen und du kannst jetzt ein Stück weit sicherer über Alibaba und mit asiatischen Herstellern arbeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video.